Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellen CSGO Overwatch auf Mirage. Leute, ich hatte gestern einfach so einen widerlichen Abend noch. Ich habe für euch in Overwatch aufnehmen wollen, hab's auch gemacht und es kam, hat er gerade gebunnyhoppt, der Pisser. Und es kam eine Nuke-Runde. Ich weiß nicht, ob wir Nuke jemals im Match hatten. Der hat mir schon steppen gehört. Ich nehme ein ultragasses, geiles Overwatch auf, der hatte irgendwie alles an, aber es war so, dass man so Stück für Stück erstmal rausfinden musste und hin und her. Und dann sehe ich am Schluss, dass ich nur meine Voice-Spur aufgenommen hatte und nicht die Videospur. Also ich hatte nur meinen Voice, meinen Sound und nicht das Ver... Ja, naja. Und dann habe ich noch eins aufgenommen, da hatte ich auch so einen offensichtlichen Pisser wie hier. Und das habe ich dann einfach überspielt und den bannen lassen und fertig ist der Lack, weil es meistens ja, guck mal, wie er da runter guckt, was für ein Lurch. Weil es meistens ja nicht so pralle ist, aber jetzt habe ich wirklich extreme Zeitnot, weil ich jetzt seit gestern dann nichts, ich habe gestern nichts aufnehmen können und jetzt muss ich leider dieses Overwatch hier nehmen, weil sonst heute kein Video kommt. So, also er hat, ich würde sagen, glaubt ihr nicht vielleicht auch, dass er an der Stelle ein Warlag hat? Oder denkt ihr, ja, es ist auf jeden Fall ein Warlag am Start bei ihm. Wir gucken mal, ob er noch irgendwie Bunnyhop-mäßiges am Start hat. Guck mal, wie ungeniert er da einfach hinpimmelt. Wie kann man nur so behindert sein wie er? Komm, jetzt stirb aber bitte trotzdem. Ich hoffe, ja. Ja, wir haben in diesem Video, in diesem Nuke-Video, das ich nicht aufgenommen habe, ist er auch, ist der Cheatende auch ultra krass rumgehüpft. Also er hat sehr stark Bunny gehoppt und das war das perfekte Beispiel für mich, euch an der Stelle zu fragen, was das jetzt war, genau da, weil... Er war schon am Strafen, aber er ist ultra lang gesprungen. Es sah so aus, als wenn er es einfach jahrzehntelang gelernt hätte, diese Bunnyhop-Mäßigkeit. Aber da er dann Wallhack und Aimbot auch noch, also Aim Assistance auch noch aktiviert hatte, habe ich mir gedacht, okay, Cheater wird höchstwahrscheinlich nicht diese Bunnyhops erschwitzen, sondern sich halt dann auch einfach über Other External Assistance ranholen. Aber es war so ein schönes Beispiel, wo ich euch fragen könnte, hey, was ist das jetzt? Der ist die ganze... Also er ist am Anfang ziemlich hart gestraft, so hin und her. Und das sah ziemlich realistisch aus. Und manche Male ist er dann aber auch so nach dieser Strafung diverse Male wirklich gerade gehüpft und noch sehr, sehr lange. Nicht ultra lang. Und ich würde auch sagen, nicht unmöglich lang. Aber schon lang. Und auch immer wieder in den verschiedensten Momenten hat er krasse Sprünge gemacht. Das sah fast aus wie so ein Video, wie man am schnellsten über die Map kommt. Also er ist, das, wie gesagt, auf Nuke, er ist hoch auf Silo gegangen, ist dann runtergesprungen und über die Rail... gestraft, gebunnyhoppt, ihr wisst schon, über die Rail oben bei Catwalk und dann runter, dong, 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 ist die ganze Zeit so rumgesprungen, das sah echt krass aus. Ja, es wird höchst... Wie er runterguckt, da ist ja die Bombe, hihi! Ich sag bloß, man kann da durchschießen. Nee, man kann da nicht durchschießen, holla die Waldfee. Kann man da durchschießen? Kann man hier durch den Boden oder hat er durch die Tür? Also, ja. Das Video kommt zwar erst noch, aber ich war ja letztens bei Wallen im Stream und wir hatten... Ich hätte das zweite Mal in meinem Leben als im Gegnerteam einen, also in dem Fall sogar zwei Cheater am Start und einer hatte einen Spinbot. Gottes Willen, der hat durch Wände geballert, wir wussten gar nicht, dass man da durchschießen kann. Also wirklich, der hat zum Beispiel wurde Walland gekillt von Titanic auf Köbel, also ihr wisst schon, bei Belong. Und da stand der Feind und Walland stand im Dropper drin, oben. Und der hat über Long geschossen durch diese fette Steinwand in Wallen rein. Ich habe dann später noch auf das Einschussloch gefilmt, das war Wahnsinn. Also das war echt krass. Wir haben uns dann diverse Male irgendwo versteckt. Wie gesagt, es gibt noch ein paar Clips für euch davon, wo wir uns einfach irgendwo versteckt haben und dann einfach durch die Wände weggeholt wurden. Bam, 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 und alle weg waren. Ah, das war hart. Das war sehr hart. Aber auch irgendwie, also... Es war mehr hart wie interessant, aber es war auch ein bisschen interessant, weil ich das erste Mal in meinem Leben einen Spinbotter live gesehen habe in einem Spiel. Also ich in einem Spiel war, in dem ein Spinbotter am Stissel war. Das war schon echt krass. Eine krasse Erfahrung, aber die Erfahrung muss man nicht machen. Ja, die muss man nicht machen. Ist schon in Ordnung. An alle Spinbotter da draußen muss man nicht zwingend. Also ihr könnt ruhig auch einfach gegen euch selbst spielen und nicht gegen normale Menschen. Ja. Das wäre doch mal was, oder? So ein Spiel. 5 on 5, Spinbot gegen Spinbot. Was entscheidet dann da über den Sieg? Bei dem Spinbot wird er auch automatisch abgedrückt oder muss der Spieler noch abdrücken? Nee, ne, es wird auch automatisch abgedrückt, oder? Die müssen nicht von alleine schießen, die müssen maximal nur laufen, oder? Game wird von alleine. Gewallhackt wird, also durch die Wände wird alles angeaimt. Also der nächste Gegner wird, soweit ich weiß, direkt angeaimt und wird dann auch automatisch erschossen. Das heißt, man läuft eigentlich das ganze Spiel nur, oder? Gut, man bewegt auch so ein bisschen die Maus, um in die richtigen Richtungen zu laufen. Oder guckt man da wirklich auf den Boden? Man sieht es von außen so und auch im Overwatch, als würde derjenige auf den Boden schauen. Aber soweit ich weiß, ist es beim Spinbotter selbst so, dass er nicht nur auf den Boden schaut, sondern bei ihm sieht es normal aus.
oder? Muss man mal wieder ein Video anschauen. Ich habe das irgendwann mal ganz am Anfang gemacht, aber komplett vergessen. Ich war da eh so überrascht über diesen, über diese Art von Cheat, über diesen, das ist ja der Raycheck des das ist Jahrtausends, also ein Spinbot. Wobei das ja auch schon echt ziemlich grob ist, also so einen krassen Wallhack, also, beziehungsweise nicht so einen krassen Wallhack, sondern den Wallhack so krass zu nutzen, das ist ja nicht mehr normal. Das ist ja zu 100% jemand, der auch weiß und wahrscheinlich auch will, dass er gebannt wird. Es ist übrigens, das kann ich hier so ein bisschen von der Bewegung herauslesen, ein 13-jähriger kleiner Kackboy. Rote Haare, lass mich kurz gucken. Sehr weiße, helle Haut und Sommersprossen. Ja. Und die Mutterschaft in einem gewissen Gewerbe. Okay, eben hing die Demo ultramäßig. Also, diese Demo-Hänger, diese Demo-Lags sind manchmal merkwürdig. Also, ich habe schon diverse Male, gerade in Schüssen, so einen Moment gehabt, da sah es dann aus, wegen dem Demo-Lag, wie eine Emo-Unterstützung, weil dieser Weg von, irgendwo bis auf das Model des Gegners gefehlt hat. Das war einfach so klack. Und dann sah, sie können das so aussehen, als wenn das eine Aim-Unterstützung wäre, weil das zack so drauf geflickt aussieht. Ohne den Flick. Also drauf gelockt. Blub. Naja. Was macht er denn jetzt? Er flasht weg. Warum? Ich weiß nicht, warum er flasht. Er könnte sich doch einfach da hinstellen, so lange warten, bis die Gegner irgendwie. Er sieht ja wahrscheinlich die Umrisse von denen. Irgendwas in die Hand nehmen, Nate oder so. Und dann, bis sie sich umdrehen und sie dann pimmeln. Ich denke, dass er in keiner Sekunde dieses Spiels darüber nachgedacht hat, irgendwas zu hiden oder so, ne? Also, das wäre ja totaler Wahnsinn, wenn er echt davon ausgehen würde. Und wie widerlich er auf dem Boden aimt. Wenn er davon ausgehen würde, er könnte nicht erwischt werden oder so. Also, das ist jemand, der zu 100%. Vielleicht jemand, der einen Account geklaut hat und den bannen lassen will. Also da hat es mal ganz früher noch zu Source-Zeiten ein Mate von mir erwischt, der hat sein Steam-Account verloren. Weiß nicht, ob das Dummheit passiert ist, also einfach ein Mate geliehen oder sowas. Auf jeden Fall hat er keinen Zugang mehr zu seinem Steam-Account und hat sich da mit dem Support unterhalten, hin und her geschrieben. Und hat ihn dann irgendwann zurückbekommen und da war dann aber schon der Bann drin, weil auf seinem Steam-Account halt hart gehackt wurde. Das ist halt bitter. Aber ja, was soll man machen, oder? Was soll man machen? So, zwei Palace, da kommt noch einer. Krass, wie hart die versuchen, das zu holen. Oder wie die durchhalten, diese Tees. Nicht einfach gehen, sondern wirklich noch irgendwie da zumindest ein paar Punkte zu holen aus dem Spiel heraus. 10-15 ist auch gar nicht so tragisch. Man könnte meinen, dass es... Was ein dreckiger Kacknoob, oder? Was ein verschissener Kacknoob. Naja, komm, also... Ich gebe mir jetzt auf jeden Fall Vision Assist. Jetzt habe ich wieder nicht nach dem Bunnyhop geguckt. Ich denke, da war auch nichts. Und Aim Assist, das sah überhaupt nicht danach aus. Oder er hat eher gespielt wie ein Vollidiot. Aber egal, das wird ihn zu 100% wegbannen, den Vision Assist. Also er hat die Vacation am Start. So Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.